Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Woche den Oberdieb getötet und ich habe gerade festgestellt, dass mir ja noch zwei Feen fehlen. Oh, das ist jetzt Fail, Leute. Das bedeutet nämlich, wir werden hier doch noch nicht direkt in den Palast gehen, sondern uns erst nochmal eindecken, ganz kurz. Allerdings nicht mit Feen, beziehungsweise nur mit einer Fee, weil ich gerne so was hier noch haben will. Hat einen ganz anderen, ganz bestimmten Grund, und zwar den, dass, ja. Jetzt könnten wir eigentlich noch einmal die goldene Biene holen gehen, aber das will ich euch jetzt nicht unbedingt antun. Wir werden nämlich im nächsten Palast unsere magische Energie brauchen. Und zwar nicht zu knapp. Und außerdem finde ich die Elixiere sowieso viel besser, zumindest in diesem Spiel hier. Weil die machen uns nämlich unsere ganze Leiste wieder voll und nicht nur die ollen 7 Herzen wie die Feen, die wir hier die ganze Zeit sammeln. Aber zum Thema, was der gute Link so alles in seinen Flaschen aufbewahrt, insbesondere in den anderen Zelda-Teilen, haben wir uns ja schon groß und breit unterhalten. So. Fliegen wir wieder zurück. So. Boomerang ausgerüstet. Ja, das Coole bei dem Spiel ist halt auch, man kann eigentlich sich die in einem gewissen Rahmen die Abfolge der Paläste, die man macht, relativ frei wählen. So, wie gesagt, der Teleporter hier war ja easy peasy zu finden. Und wenn wir da jetzt mal reinspazieren, landen wir hier. Und das Ding hier ist bösartig. So. Ich kann euch schon mal sagen, es ist Eis und wo Eis ist, braucht man Feuer. Link, die magischen Flammen werden dich in diesem eisigen Verlies schützen. Ja, das ist schön. Ich gehe mal kurz in Deckung, weil ich weiß nämlich, was jetzt hier gleich passiert. Passiert? Ja. Oh, und der lässt sich nur auf diese eine Art und Weise töten. Und deshalb uncool und so, ihr wisst schon. So. Das sind Platten, die, wie man schon sieht, rutschen wir da drauf. Jetzt gehen wir. Yay! Nach oben, danke. Und jo! So. Da brauchen wir schon mal direkt den ersten Schlüssel, den wir gerade gefunden haben. So, das ist ruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack. Und man sieht schon, die haben eine leicht andere Farbe als die, die wir sonst so kennengelernt haben. So, hier haben wir einen Raum mit 4 Türen. Tja, wir sehen leider, leider Gottes kennen wir von dem Level, der sieht schon, das Ding ist riesig. Es ist richtig riesig. Und der wird von vielen echt gefürchtet, weil... Hey! So, dich noch und... Ha! Truhe! Ich hab's doch gewusst. Ich hab es gewusst. Kompass. Ja, toll. Der Kerkermeister, wo wird der sein? Der ist natürlich ganz unten, wo auch sonst. Und der kleine Spaß hier hat uns jetzt schon 4 unserer Herzen gekostet. So, jetzt können wir hier schieben. Und in diese Tür rein. Ja. Ha! Das war gut. So, und jetzt schön dazwischen postieren. So, den haben wir auch.
Ich hab jetzt gerade mal genug von dir. Ja, komm mal her, du. Komm mal her. Dums. Toll. Würdest du dich mal bequemen? Ja. Ich hab gleich keine magische Energie mehr. Jo, und jetzt sind wir noch Hase. Ach, das wird ja lieber lustiger. Ihr könnt mich mal gerade alle. So. Das ist jetzt ein Weg, da kommen wir gar nicht vorbei. Ergo gehen wir einfach mal zurück. Ist ja noch alles bestens hier. Der Sinn und Zweck... Oh. Der Sinn und Zweck dieses Raumes ist eigentlich nur, dass wir zurückgehen. Und hier in den oberen Raum reinkommen. Heilige. So, oh Gott, ich hasse diese Viecher. So. Und ich habe Skype wieder nicht ausgemacht. Ich glaube nicht. Wusch. Ja, es tut mir leid, Leute. Ihr müsst jetzt wieder einmal kurz ertragen. Aber ich kann jetzt auch nicht großartig zurück. Zumindest will ich es auch nicht. So. Könnte ich das? Ja, danke schön. So. Ja. Ich bin wieder mal so ein Vollprofi. Ich hoffe ja immer, dass die noch ein bisschen was für mich fallen lassen. Deshalb mache ich die jetzt auch mal alle kaputt, soweit wie es geht. Wobei ich mich... Ah, guck mal, magische Energie. Die ist hier in diesem Palast überlebenswichtig. Und Bomben kriegen wir jede Menge. Warum wohl? Warum wohl? So. Hier müssen wir uns jetzt nämlich den Rückweg ein bisschen verbauen. Weil wir es ansonsten nicht hier reinschaffen könnten. So, und hier mit der zweiten Bombe kloppen wir uns den Boden frei. So, juhu. Dann Boomerang ausgerüstet, obwohl wir bestimmt irgendwas anderes brauchen werden. Ach nee, das waren die. Da kriegt man... Du kannst die Skelettritter nicht allein durch das Schwert vernichten. Sobald das Skelett in sich zusammenfällt, ist er durch eine andere Waffe verwundbar. Tja, durch welche wohl? Natürlich, wir hauen ihm einfach eine Bombe zwischen die Rippen. Einfach und effektiv. Kling! So. Jetzt muss ich nochmal gucken. So, okay. Tja. Ist doch ganz geschwind gemacht. So, wir sacken mal direkt die eine Bombe wieder ein, die da zurücklässt. Boomerang ausgerüstet und weiter geht es in den... Och nee, nicht der Raum. Nicht der Raum. Oh Gott, ich... So, diesmal... So, okay, immer... Schlüssel haben wir. So. Na, lassen wir den Bad zurück. Nix, ich will den doch... Ah! Lass mich mal da rein. Ich will hier durch, danke. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich da an was ganz, ganz Bösartiges. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, es gibt hier nämlich auch wieder einen hübschen Trick. Wenn wir uns hier ein bisschen clever anstellen. Reicht nicht ganz. Mist. Ich habe gedacht, das Ding wäre länger. Na, das war jetzt uncool. Ja, machen wir es anders. So. So geht's nämlich auch. So, hier ist die Tür hinter uns zu. Ha. Und wieder ein Herzlab passiert. So, wo sind wir denn jetzt? In K2 und Richtung K3 unterwegs. Hui. So, es geht immer tiefer nach unten. Komm.
Kommt mal her, Lux. So. Wieder so ein klarer Fall von eigentlich ganz gemütlich, wenn man weiß, was man machen muss. Das ist aber weniger gemütlich, das Vieh. Okay, wir nehmen mal die Tür hier drüben zuerst. So, da geht es abwärts. Und ich glaube, ich weiß auch, wo wir da hinkommen. Ach nee, das bringt uns noch gar nichts. Das bringt uns so noch gar nichts. Wir nehmen jetzt als nächstes mal die Tür oben. Ich vergesse nämlich immer, dass man in diesem Spiel... Oh Gott, was ist denn das hier? Das ist aber ein uncooler Raum. Ja, jetzt kommen wir eh nicht mal runter. Dann lassen wir uns halt fallen. Was sagt das Ding da? Link, geh sparsam mit seiner Zauberkraft um, solange du kein Zauberelixier besitzt. Tja, zum Glück haben wir sowas, aber... Yix, ich will da doch nur durch. Danke. Geil. Geil! So, aber das... Da, jip, da, da. Das wollte ich doch nicht. So, und dann einmal schnell durch nach der ganzen... Ich glaube, da wollte ich noch nicht wirklich rein. Ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind hier nirgends sicher. Yeah! Au! Nein! Weg da! Lass mich durch, ich bin Arzt! So, wo sind wir denn... Ach, wie nett. So. Okay. Und hier kann man sprengen, so wie es ausschaut. Da gehen wir doch mal gucken, was sich hier so verbirgt für uns. Sprengen wollte ich da eigentlich? Drecksding. Was gibt es hier? Eine Truhe gibt es. Tja, Dann ziehen wir uns mal wieder retour. Und da ist der Schlüssel für hier rein. So, ach nee. Ist ja prickelnd. Ja, so, jetzt einmal bitte hier durch. Und dann nehmen wir als nächstes mal... Der da oben sieht irgendwie so aus, als könnte man ihn schieben. Ich bin mir nur noch nicht so ganz 100% sicher. Nee, kann man nicht. Der ist nur da zum Verwirren und um irgendwie hier reinzukommen. Da war es eben aber warm am Hintern. Jetzt, ach, geh doch mal da runter, Mann! Link. Ich glaube, wir müssen uns mal ein... Ja, ich würde dir echt... Ja, ich sag... Ich wäre dir echt verbunden, wenn du mal hier reingehen könntest. Ja, ungefähr so. Genau, hier gibt es nämlich... schon wieder so einer. Kann ich auch vielleicht mal direkt zeigen. Hier gibt es den Durchgang, glaube ich, zum Dungeon-Gegenstand, wenn ich das noch... Hier gibt es den Durchgang zum Dungeon-Gegenstand. Wenn ich das noch richtig weiß... Nur blöd, dass wir da ohne den großen Schlüssel nicht rankommen. Der ist nämlich richtig cool, der Gegenstand hier. Auch wenn er gewisse andere Nachteile hat, die wir dann sehen werden. Hier geht's zum Boss. Hier brauchen wir den großen Schlüssel. Okay. Toll. Auf dich habe ich natürlich gewartet. Komm mal hier. Oder bleib gerade mal da hinten. Ist mir auch recht. Und, oh Gott. Nee. Wenn ich das jetzt clever time, klappt es. So. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwo... So, wir haben einen Schlüssel bekommen.
Okay, bringt uns das eigentlich was, die kaputt zu machen, oder kommt die jetzt wieder aus allen Löchern? Ah, okay, das bringt sogar was. Ich glaube ja nicht. Ja. So, das wäre ich dir sehr, sehr verbunden, wenn du, genau, einfach mal... So, der kommt hier auch nicht raus, das ist angenehm. So, und unter dem letzten müsste dann doch... Ja. Wie immer, lieber Gecko, wie immer. Der letzte, den man... Oh Gott, das war die Tür, das Ding hier. Ach, ich ärgere mich jetzt lieber nicht mehr darüber, dass es der letzte Krug war, den ich aufhebe. Der letzte auch, der im Raum war. Sondern ich versuche lieber... Geh da durch. Kommt der jetzt noch? Nee, da kommt nicht raus. Ich krieg ja voll die Hallus, Leute. So, und jetzt gucken wir mal, was es hier gibt. Ein kleiner Schlüssel, schon wieder. Und wir haben immer noch keine Karte von dem Laden da. Ich hätte jetzt lieber mal gerne den großen Schlüssel da, aber... Kleine Schlüssel müssen es dann auch erstmal tun. Oh, 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 oh. Nein, 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 dich will ich nicht, dich will ich nicht. So. Und der guckt schon wieder so. Der kommt mir bestimmt gleich entgegen. Hab ich's doch gewusst, hä? Damit hast du nicht... Damit hast du nicht gerechnet, du. Oh, hast du vielleicht noch ein bisschen... Nee, der hat keine magische Energie für mich. Ist ja uncool. Und schon wieder schreibt Skype. So, nee, bitte nicht, bitte nicht. Oh, das sind wir hier unten. Den Raum kenne ich. Der kommt mir etwas bekannt vor. Ja, komm. Ah, Mist, jetzt kann ich nicht mehr... Jetzt kann ich nicht mehr... Ey, ich krieg hier die... Die Krise krieg ich hier! Moment. Wie weit sind wir jetzt eigentlich im Kreis gelaufen, frag ich mich. Ach nee, das ist der Raum über der Schatztruhe. Okay. Ah, großer! Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch die große Frage stellen. Wie komme ich hier weiter? Ohne großen Schlüssel, weil der muss hier ja noch irgendwo sein. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Räume, in denen wir noch nicht waren. Ah, das war der Raum. So. Hier mache ich jetzt mal kurz einen Prozess. Ach nee, das war die Geschichte. Jo. Ach Mist, der letzte erwischt mich immer. Da muss es doch irgendeinen Trick geben, dass man da ordentlich durchkommt. Aber ich weiß im Moment gerade nicht genau welchen. So, jetzt gehen wir hier mal einfach die Treppen hoch und schauen mal, wo wir landen. Ach, ich erinnere mich an diesen Raum hier. Ich glaube aber, da kommt wieder einer. So. Stimmt, ich erinnere mich an diesen Raum. Und zwar... Ach je, wir kommen weiter, Leute. Wir kommen weiter. Erstmal kommen wieder diese komischen Dinger hier weg. Und du darfst in der Wand verpuffen. So, und hier kommt jetzt, glaube ich, gleich noch einer von dieser ollen Sorte. Ja! So. Und du darfst direkt sterben. Geh sterben! So, und hier kriegen wir jetzt ein paar ziemlich cool... Irgendwas kriegen wir hier. Ach, hier gibt es dann die Karte. Okay, so weit hinten im Palast bekommen wir die Karte. Und da sehen wir schon, wir haben ja eigentlich schon, fast alles gesehen von dem Ding.
fehlt uns doch eigentlich nur noch dieser Raum hier. Und da hinten müssen wir den Schlüssel finden. Den werde ich jetzt auch noch holen. Ganz geschwind und dann die Folge beenden. So, hier ist wieder einer. Ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass man den Typen hier an der Zunge ziehen muss. Könnte man einem ja auch mal so sagen. Jetzt. Oder geht's hier nach oben? Ah, Tatsache, hier geht's nach oben. Und jetzt sind wir in dem Raum, den wir am Anfang schon gesehen haben. Und hier gibt es endlich den großen Schlüssel. Jawohl! So. Wunderbar, wunderbar. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge und sehen uns dann das nächste Mal hier im Eispalast wieder. Bis dahin dann. Tschüssi.